Ja. Vor mir steht Torben Kühldecker, der Trainer der TuS Immendorf. Torben, heute wirklich ganz knapp, auch wenn das Ergebnis etwas anders aussieht, verloren. Ihr seid mit die Mannschaft der Stunde, ihr habt Punkte geholt ohne Ende. Woran lag es, dass ihr heute nicht den Punkt geholt habt? Die 3 Punkte geholt haben. Besser gesagt. Die ersten 20 Minuten, hatte ich schon in der Halbzeitpause gesagt, nehme ich sogar ein bisschen auf meine Kappe heute. Das war vielleicht ein bisschen zu defensiv, ein bisschen zu abwartend. Dann musste erst das 0-1 fallen, damit ich von draußen und wir auf dem Platz das Ganze ein bisschen umstellen. Ich finde, wir haben dann ab Minute 20 bis Minute 70 ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir waren sehr agil nach vorne, haben uns Torschuss gearbeitet, waren richtig knackig unterwegs und machen so gut aus, das 1-1 aus der Situation so ein bisschen aus dem Nichts. Aber danach waren wir klar in der Partie drin, nach der Halbzeitpause daran angeknüpft, früh unter Stress gesetzt, Hochwald. Können, müssen vielleicht sogar dann das 2-1 machen und durch unsere Spielart und Weise war es dann natürlich auch irgendwann Frage der Kraft oder Frage der Zeit, wann die Kraft ein bisschen nachlässt und kriegen dann aber auch wirklich durch 2 ja, naive Fehler irgendwo aus dem eigenen Ballbesitz die zwei Dinger. Ich meine, das 2-1 ist ein Eckball, den wir uns, wie auch immer, ich war zu weit weg, irgendwie selbst ins Tor irgendwie reinbolzen oder noch abgefälscht ist, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall. Ja, mega unglücklich. Das ging dann, glaube ich, auch ein bisschen in die Köpfe rein. Das 3-1 entsteht dann auch so ein bisschen. Ich habe mir durch unsere Einwechselspieler heute nochmal mehr Power erwartet. Und nochmal ein klares Zeichen an diejenigen, die schon 60 oder 70 Minuten irgendwie in den Knochen hatten. Das war leider heute nicht der Fall. Der Schuss ging so ein bisschen nach hinten los, dass wir dadurch nicht unbedingt besser in der Partie drin waren. Ging das 3-1 und danach war das Spiel dann leider zu. Also ich denke, Tom, ihr braucht euch nicht zu krämen für diese Leistung heute. Wie du sagst, die ersten 20 oder 30 Minuten, wie auch immer. Und danach habt ihr wirklich die Qualität gezeigt, die euch auch zum Bezirksligameister gemacht hat. Und du kamst in der Winterpause ja zu dem Team als Coach. Seit 2,5 Jahren bin ich schon da. Also Winter, ich war vor Co-Trainer, genau. Okay, also ihr seid letztendlich mit dieser Leistung voll in der Rheinland-Liga angekommen. Nächste Woche habt ihr Spiel gegen Eisbachtal. Ja. Wie geht ihr das Spiel an? Habt ihr Verletzte? Oder? Ich hoffe, dass das mit Julian Gaspar nicht wieder die Verletzung ist, die er schon 2-mal die Saison hatte. Dann wäre das nämlich wieder ein Thema für die nächsten 3-4 Wochen, dass er leider ausfällt. Er hat uns heute auch sehr, sehr gut getan mit seiner Geschwindigkeit und Power nach vorne. Andreas Köppen fällt noch weiterhin aus, Scherif ist Saison aus, also wir kriegen eine schlagkräftige Truppe auf den Platz am Freitag, wischen uns die Tränen aus dem Gesicht und den Staub irgendwie vom Trikot, auch wenn es heute Kunstrasen war, und dann werden wir uns auch so vorbereiten, dass wir am Freitagabend dann bei uns in Immendorf auf Eisportal wieder einen heißen Kampf liefern, um 3 Punkte holen zu müssen. Uns hilft kein Schultergeklopf in der jetzigen Situation, dass wir gut mitgehalten haben bei SG Hochwald, sondern wir brauchen Punkte und das sofort, ja. Prima, Thorsten. Torben, Entschuldigung. Dann wünschen wir euch viel Glück. Danke. Und dann denken wir und hoffen wir, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr bestimmt wiedersehen. Ja. Danke dir. Danke dir auch.